eine Zeit der Veränderung. Das sehen wir, das spüren wir, dass die meisten von uns, denke ich, sehen, was sich im Außen verändert, zum Teil ganz schräge, komische Sachen, so eine kleine Welt, die zusammenbricht. Man versteht es nicht mehr, man versteht es nicht mehr, genau. Und im Innen kann genau das Gleiche passieren. Das ist eine Welt, die man sich aufgebaut hat, zusammenbricht. Und man versteht es nicht mehr. Und ich hatte so eine Zeit jetzt so Ende Dezember, Anfang Januar hatte ich auch mal, glaube ich, erzählt, habe ich nicht mehr verstanden. Also ich hatte das Gefühl, ich habe alles, es bricht alles zusammen, ich habe alles verloren, was ich mir für mich aufgebaut habe. Also jetzt nicht im Außen, sondern in mir. Es ging mir vorher, oder noch vor einem Jahr, vor 2 Jahren, viel besser. Und auf einmal war das wie weg. Ich habe an allem gezweifelt. Ich habe alles an den Nagel gehängt. Alles losgelassen, aufgegeben, wurde wie nichts mehr damit zu tun haben. Ich denke, wenn wir in solche Situationen kommen, dann passiert in uns etwas Großes. Es fühlt sich nicht schön an im Moment, aber wenn wir es annehmen können, zulassen können, ohne dass wir als Opfer irgendwie uns da voll hineingeben, aber es einfach annehmen und auch vielleicht dann mal genauer hinhören, um was es genau geht. Hinschauen, hinhören. Man kann sich da ganz vieles transformieren, auch ganz alte Geschichten. Und ja, also im Außen, im Innen, brechen die Illusionen in sich zusammen. Und wenn du das erkennst, auch im Außen, dass sich Dinge verändern und man versteht es nicht mehr, dann bist du eigentlich auch da in einer großen Transformation oder es wird dir bewusst. Du nimmst es wahr. Du schwimmst nicht einfach mit, du nimmst es wahr. Und ich denke, das Wichtigste ist, bei sich zu bleiben. Bei sich zu bleiben und es einfach wahrzunehmen. Okay? So ist es jetzt. Es verändert sich. Ich bleibe aber bei mir. Ich bleibe mit meiner Aufmerksamkeit bei mir. Und ich richte meinen Fokus auf Dinge, die mir gut tun, auf das Schöne. Und so gebe ich auch keine Energie dahin, wo es gerade so schräg zu und her geht. Und umso mehr ich das immer wieder auch bewusst mache. Ich merke, dass da etwas nicht mehr so läuft, wie ich mir das in meiner Welt gewohnt bin. Wenn ich so einen Moment habe, versuche ich, ganz bei mir zu sein, es wahrzunehmen und nicht einzusteigen.
also meine Gedanken, auch ruhig zu halten. Mich nicht zu ärgern, sondern einfach, okay, ich bin bei mir und richte den Fokus wieder auf meine Welt. Und ich lade dich jetzt ein auf meinem Spaziergang durch die Wälder mit meinen Gedanken, ja, in diese mystische, zauberhafte Welt. Ich freue mich, wenn du mitkommst. Ich lade dich ein auf diesem Spaziergang. Mystisch und verzaubernd. Und wir können uns gemeinsam verzaubern lassen. Der Zauber ist jetzt in dieser Zeit ganz kraftvoll in der Luft. Der Zauber in uns selbst wird immer leichter. Ich habe mich entschieden, die Vergangenheit loszulassen und mich diesem Zauber, diesem inneren Zauber hinzugeben. Der innere Zauber in mir, meine ganze Strahle, Kraft, der Zauber, der das Außen und das Innen verändert, meine Sichtweisen. Ich habe mich entschieden, diesen Zauber selbst zu sein und diese Freude zu teilen und in dieser Freude erkenne ich die Feinheiten, die Schönheiten, die kleinen Dinge, aber auch die ganz großen. Die Mächtigen und meine eigene Größe. Ich habe mich entschieden, aus diesen alten Mustern auszusteigen, in eine neue Welt einzutauchen, in der ich mich ganz fühle, in der ich mich selbst sein kann, mit Freude hier zu sein, mit Freude ganz zu sein, ganz hier auf der Erde, in meinem Körper, mit dem ganzen reinsten Licht, dass ich bin und diese Kraft zuzulassen. Auf diesem Weg erkenne ich, dass jeder Moment, dem ich ganz tief in diesem Vertrauen bin, ein mystischer, verzauberter Moment ist, weil in diesem Moment gibt es keinen Schmerz, keine Angst,
Es ist frei und leicht. Und dies ist der Weg in meine neue Welt. Ich spüre, das Alte, das auseinanderbricht. Ich beobachte. Es verdreht sich. Es passt nicht mehr. Die Illusion bricht in sich selbst zusammen. Ich nehme es wahr im Außen. Und ich beobachte. Gleichzeitig komme ich mir selbst immer näher. Ich beobachte und bleibe ganz bei mir. Ich bleibe in meinem Herz. In meiner Kraft. Und aus diesem Raum erkenne ich, ich fange an, diese Stärke zu lieben. Und sehe das Schöne im Außen. Ich komme mir selbst immer näher und erkenne den Zauber in mir. Aus dieser Energie heraus bin ich frei. Eine Entscheidung verändert ganz schnell ganz vieles. Die Zeit ist reif. Ich möchte ganz sein. Ich möchte eins sein. Und ich bin in jedem Moment, dem ich ganz bewusst bei mir bin, in dieser Verbindung und erkenne die Schönheit, die Ruhe, den Frieden. Ich ziehe diese Schönheit in mein Leben. Begegnungen, Freude, Lebendigkeit. Und ich freue mich in mir selbst, in meinem Herz. Ich freue mich auf jeden Moment, in dem ich das Licht, das Strahlen in mir selbst erkenne. Freue mich, ganz zu sein, hier zu sein. Verbunden mit allem, was ist. Ich halte einen Moment inne, spüre diese Verbindung zur Erde, zur Natur, die Verbindung zu mir selbst, die Verbindung
zum Licht, zum Ganzen. Und in diesem Moment spüre ich immer mehr meine Größe, meine Stärke, meine Kraft. Und diese Freiheit, die es in mir auslöst, das Gefühl, eins zu sein, das Vertrauen. Jetzt, in diesem Moment, der Zauber in mir, der Zauber im Außen.